Andi? Ja? Was hast du heute vor? Nichts, das Wetter ist eh scheiße, es kommt noch Regen. Gut, Interlaken hat Wein bestellt. Gehen wir liefern? Hast du Lust? Ja. Was indeed happy now you're telling me it's over. What's next? You know we're getting older. And all we do is trying, it only makes us stronger. Dreams aren't meant to be broken. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen miteinander. Was haben wir heute für einen Tag? Mittwoch, genau, Mittwoch. Mittwoch vor Auffahrt. Wir machen einen kleinen Ausflug nach Interlaken. Sind zurzeit in Obwalden. Das Wetter macht leider nicht ganz so schön mit. Ja, furchtbar. Ein bisschen Regen, Nieselregen. Aber wir sind da zuversichtlich, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Der perfekte Tag zum einen kleinen Ausflug machen. Genau, genau. Wir haben gesagt, es ist nicht nur für uns eine Weinlieferung, sondern auch ein Kurztrip, also einfach auch ein bisschen entspannen, etwas anderes sehen und das genießen wir jetzt. So, wunderschöne Aussicht hier. Kurz vor dem Brünni und ich bin ein bisschen motiviert. Ich bin natürlich ohne Jacke losgegangen. He? Ja, es ist ein bisschen frisch, aber ich denke, die Sonne kommt hoffentlich noch ein bisschen. Ich hoffe, am Mittag müsst ihr mal schauen. Das da unten, das ist der Lungernsee und die schöne Kirche, die große, die ihr vorhin gesehen habt, die war gerade dort unten. Also eine Wahnsinnskirche. Können wir weiter? Was für ein 1002 Meter. Das ist ja das Brockenhaus Brünnig hier. Das ist auf der Passhöhe und es ist Tradition. Das gehört dazu. Da findet man immer spezielle Sachen. Das Thermometer im Barrikeller habe ich auch von hier. Hey, das ist arschkalt hier oben. Das sieht man ja schon nicht weit heute. Das ist so schade. Willkommen in Brienz, hier wo die Berge mächtig und groß sind. Also wenn ich nicht so vernebelt wäre, ja, dann würde man auch mal würde man einiges mehr sehen. Würde man echte Berge sehen. Aber wir sind hier am See, am wunderbaren See. Habt ihr die Schwäne gesehen? Ja. Langsam frisch. Wir brauchen einen Kaffee, eine warme Stube. Hat dir Brienz gefallen? Eine wunderschöne Stadt. Sehr, sehr schön. Es war etwa so. So, jetzt auf Interlaken. Ja. Schade, jetzt haben wir das Schiff verpasst. Das war ganz schön. Ah, das haben wir ja vorhin in Brienz gesehen. Das war das Gleiche, oder? Ja, das war das Gleiche. Ja, das war das Gleiche, habt ihr ja in Nahaufnahme gesehen. So, jetzt sind wir hier in Isterwald. Genau. Es ist 12 Uhr und jetzt... Jetzt gibt es etwas zum Mittag. Zum Mittagessen.
Filch, Egli und Sonderfilet im Bierteig. Oh, das duftet schon so gut. Und wenn man hier reinsticht und dann drückt, dann sollte es am Ende noch nicht irgendwo hinspritzen, sondern schön nach unten in den Teller. Auf die Filme. Haben wir doch noch ein Schiff vor die Linse bekommen. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind da. Ach, beim schönsten Wetter. Priska, wie ist das Wetter? Wettervoraussichten. Es kann noch besser werden. Es ist immer spannend, wenn die Gäste oder die Kunden kommen und sagen, sie hätten unseren Wein hier in der Innenschweiz getrunken. Ja, in diversen Hotel, Restaurants. Auf dem Berg, über dem Gletscher, wo auch immer. Genau, also an allen möglichen, unmöglichen Orten. Und für uns ist das natürlich immer spannend, denn wir wissen ja, wenn der Wein zu einem Händler geht, wissen wir ja nicht, wo er platziert wird, der Wein. Und aber dann ist egal, es umso Hauptsache, größer die Überraschung, wenn die Kunden sagen, hey, wir haben dort euren Wein getrunken. Sie haben immer wieder Freude und sagen, wir sind fast international, ja, mitten in Interlaken, unser grosser Wein. Es freut uns jeden Fall, wenn man den Wein hier bekommen kann. Genau. Und eigentlich sollte hier oben, irgendwo hier, müssten die grossen Berge der Jungfrau, Mönch und Eiger sein. Aber das ist jetzt halt ein bisschen zu früh heute. Es ist auch weiss, seht ihr, es ist weiss, ob Schnee oder Wolken, spielt keine Rolle. Ja. Über den Bergen ist immer weiss. Und es fängt mich auch an zu holen. Also jetzt gehen wir wieder rein und werden jetzt zu unserem Händler. Ja, gehen wir die Weine ausliefern. Es ist Zeit, sonst muss ich mir noch einen Pulli kaufen oder eine Jacke. So ein toller Touristenpulli, I love Interlaken. Oder. So, jetzt sind wir da. Wie ihr seht, sind wir bei der Weinhandlung Richard AG. Wir sind angekommen, jetzt gehen wir schauen, ob jemand hier ist. Also ich hätte da den Mut definitiv nicht. Ein Autopilot in der Nebelwand oder so. Ja. Aber das ist bekannt. Interlaken ist ja das Intermezzo für verrückter Tourismus. Immer so, ja. River Rafting, was auch immer. Was mehr, kann man alles machen hier. Den Wein haben wir abgeladen. Jetzt heisst es noch ein bisschen schubbeln. Ja, jetzt haben wir Zeit. Genießen wir die Zeit, die wir noch haben. Und, ich glaube, Interlaken ist das internationalste Städtchen oder Dorf. Das ist auf jeden Fall. Da ist alles vorhanden, da sieht man alles. Und habt ihr die Kugelocken gesehen? Die sind ja so schön. Und da fühlen selbst wir uns wie Touristen. Wir Touristen, ne? Total. Touristen im Eigendorf. Genau, also macht es gut. Danke vielmals fürs Zuschauen. Einen schönen Tag. Tschüss. Roll the dice, roll the dice.